Islam Dulatov hat Leandro Apollo Silva herausgefordert und der hat richtig Bock auf dieses Match. Viele haben mir jetzt irgendwie angedeutet, dass ich jetzt schon direkt bei der UFC unterschrieben habe, weil ich jetzt bei Ali unter Menschenrechtsvertrag bin. Mein Vertrag war auch für uns. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Octagon Fight Fans. Wir stehen kurz vor dem Tippsport Game Changer im Leichtgewicht und dort gibt es reichlich Beteiligung aus dem deutschsprachigen Raum. Deswegen legen wir jetzt mal los mit dem Fightcard Update für den morgigen Samstag. Der erste Kampf mit deutscher Beteiligung geht in dem Match zwischen Ebrahim Hoseinpour und dem Mann aus Montenegro, Miloš Janicic, auf die Bühne. Ebrahim Hoseinpour hat vor kurzem erst in Ostrava gekämpft im Dezember und dort vermutlich die Performance seines Lebens geliefert gegen den Grappler Matej Kuznick. Im Vorfeld haben ihm die wenigsten Leute zugetraut, dass er gegen diesen starken Grappler wirklich standhält, aber er kam raus, hat ein Sweep nach dem anderen rausgezogen und eine Bomben-Performance geliefert. Dieser Kampf ist der Backup für das Tippsport Game Changer Turnier, denn falls sich einer der Kontrahenten aus dem Hauptturnier verletzen sollte, rückt der Sieger dieses Kampfes nach und so hätten wir die Möglichkeit, bald schon Ebrahim Hoseinpour in dem großen Turnier um 1 Million Euro zu sehen. Here comes the money. Here we go. Und auch das Regensburger Jiu-Jitsu-Ass Hafeni Nafuka, der Namibian Nightmare, steigt in den Tippsport Gamechanger-Käfig. Morgen wird er es mit dem serbischen Kämpfer Predrag Bogdanovic aufnehmen, der zwar doppelt so viele Kämpfe hat, aber wer Nafuka kennt, der weiß, dass er ein exzellenter Grappler ist und mit Submissions wirklich auf allen Ebenen gefährlich ist. Ich komme nicht nur für Spaß, sondern ich komme für Kill, Alter. Lustigerweise hat sein Gegner einen sehr ähnlichen Kampfstil. Der klebt an seinem Gegner dran, holt die Leute an den Boden, zermalmt sie dann mit Schlägen, um sie anschließend zu tappen. Das ist natürlich ganz nach dem Geschmack von Nafuka, aber wer dort sein Game umsetzen kann, das erfahren wir morgen in der ersten Runde des Tippsport Game Changer. Und auch Mo Grabinski war schon letztes Jahr in dem Turnier um 1 Million mit dabei, in einer Gewichtsklasse, in der er eigentlich nicht zu Hause ist. Jetzt wechselt er wieder runter ins Leichtgewicht und nimmt nochmal Anlauf für einen neuen Angriff. In der ersten Runde des Tippsport Game Changers wird es mit dem Spanier Akoydan Duque aufnehmen. Auch Duque ist ein erfahrener Mann, der schon bei PFL und weiteren großen Organisationen auf der ganzen Welt gekämpft hat. Beide sind super erfahren, auch wenn Mo Grabinski ein paar mehr Kämpfe hat als er. Und letztes Jahr ist ihm die Sensation gelungen, indem er Matej Kertész in der ersten Runde ausgeknipst hat. Vielleicht gelingt ihm so eine Glanzleistung ja wieder. Und dann heißt es anschnallen. Denn Attila Korkmaz, der Kämpfer aus dem Spitfire MMA Gym Berlin, der auch schon international wirklich Top-Performances geliefert hat, wird sich mit einem der größten Favoriten auf dem gesamten Turnier messen und das schon in der ersten Runde. Nämlich Ronnie Paradeiser, der aktuelle Champion im Leichtgewicht. Paradeiser ist ein super großer, langer Mann und hat eine enorme Reichweite, die er zuletzt sehr, sehr gut ausgespielt hat und mit seinen Performance den Titel gewonnen hat. Ronnie Paradeiser ist 1,88 Meter groß. Attila Korkmaz ist ungefähr 1,77 Meter groß und der muss natürlich dann schauen, dass er sich in die Schlagdistanz für seine bevorzugten Schläge reinarbeiten kann und Ronnie Paradeiser in der Halbdistanz zermalmen könnte. Morgen werden wir sehen, ob ihm das auch gegen Ronnie Paradeiser gelingt. Dann schauen wir mal noch über die Alpen zu unseren Freunden aus Österreich. Servus, grüezi und hallo. Denn auch die haben zwei Kämpfer, die im Tippsport Gamechanger starten. Der eine ist ein Mann aus Brasilien, der mittlerweile in Österreich lebt und trainiert und er ist ein ehemaliger Champion von KSW in Polen. Sein Name ist Daniel Torres und er nimmt es mit dem tschechischen Striker Vlado Lengal auf. Torres ist auch ein abgezockter Fuchs und auch der hat ein exzellentes Striking. Ob er das auch gegen Vlado Lengal ausprobieren möchte oder ob er den Kampf dort lieber auf den Boden verlagert, weil Lengal einfach im Stand eine fucking Zerstörmaschine ist, das werden wir morgen sehen. Aber dieses Match ist ein wirklicher Hochkaräter. Ein weiteres Duell der jungen Wilden aus Österreich, nämlich Margo Makajew gegen einen erfahrenen Routinier mit einigen UFC-Kämpfen, nämlich den Finnen Marquan Amirkani. Und wenn wir uns Margo Makajew mal ansehen, dann werden wir feststellen, der Typ ist gerade richtig, richtig hart on fire. Aber Amirkani ist ein exzellenter Grappler, hervorragender Bodenkampf und er hat Erfahrung auf allerhöchstem Weltspitzenniveau. Jetzt hat also der junge Wilde die Chance, einen großen Namen mit reichlich UFC-Erfahrung zu entthronen. Den krönenden Abschluss findet der Abend in der Titelverteidigung von Mittelgewichtschampion Patrick Kienzel. Der kämpft gegen den Interims-Champion Piotr Wawrzyniak aus Polen. Und Wawrzyniak kam in der letzten Minute rein, als es um den Titeleliminator ging und er hat den Champion in seinem letzten Kampf bei der Titelverteidigung gegen Vlasto Cepo ersetzt. Dort hat Kienzel nämlich eine Verletzung in der Augenhöhle gehabt und konnte deswegen nicht antreten. Dann kam Wawrzyniak ins Oktagon und hat seinen Gegner aus Serbien einfach sowas von platt gemacht. Im Stand hat er ein paar Treffer nehmen müssen
Und jeder, der weiß, wie hart Vlasto Cepo zuhauen kann, der weiß, was das für eine heftige Leistung ist, hat sich Cepo dann aber auf den Boden geholt und mit so wuchtigem Ground and Pound harten Ellbogen bearbeitet, bis der Kampfrichter irgendwann genug gesehen hat. Jetzt wird sich Kinzel also dem Interims-Champion aus Polen stellen und dann heißt es wieder, wir haben einen unangefochtenen Champion im Mittelgewicht. Jetzt kommen wir aber mal zu den Fightcard-Updates für alle künftigen Veranstaltungen, die in naher Zukunft in Deutschland stattfinden. Denn auch das Event in Frankfurt am 4. Mai hat schon Zuwachs durch einen Mann, der erst vor kurzem seinen ersten Sieg bei Octagon geholt hat. Er kommt von der Martial Arts Academy in Rosenheim und sein Name ist Endrit Breischori. In seinem letzten Kampf gelang ihm ein super vorzeitiges Finish gegen einen sehr versierten Grappler und das, obwohl er eigentlich ein Striker ist. Jetzt wird er es in Frankfurt mit dem Briten Tayo Odunjo aufnehmen, den wir schon letztes Jahr bei Octagon in München gesehen haben. Jetzt heißt es also Daumen drücken, dass Endrit Breischori der zweite Sieg bei Octagon gelingt. Ja, und dann war da ja noch die Sache mit Islam Dulatov auf der letzten Pressekonferenz. Apollo ist zum Beispiel ein interessanter Gegner. Damals, als er gegen Eckerling gekämpft hat, hat Apollo gesagt, er sucht die Rache für seinen Freund Oliveira und jetzt will ich die Rache für meinen Bruder Moment Grabinski und für meinen Freund Christian Eckerling. Und kaum sind die Worte verstrichen, hat Apollo die Worte von Islam direkt aufgegriffen und gesagt, er will den Kampf, er ist dabei. Das bedeutet also, wir haben möglicherweise bald ein Matchup und jetzt nötigt Apollo Islam Dulatov schon förmlich, diesen Kampf wirklich anzunehmen. Wenn die gefragt haben, so wie sieht es aus im nächsten Kampf? Wie gesagt, Leute, mein Vertrag war auch durch, ist eigentlich offiziell aufgelöst und jetzt handeln wir gerade einen neuen Vertrag aus. Ich habe jetzt ein paar Gegner angeboten bekommen von Octagon. Eventuell wird es Mai in Frankfurt oder spätestens im Juli. Was meint ihr? Kommt der Kampf zustande? Und wenn ja, wie geht der über die Bühne? Bei welchem Event würdet ihr Islam Dulatov gegen den erfahrenen UFC-Veteran Apollo Silva gerne sehen? Denn fest steht, Islam Dulatovs Kämpfe zeichnen sich durch pure Dominanz aus. Der marschiert durch seine Gegner hindurch und sucht meistens das Finish in der ersten Runde. Aber gegen Leandro Apollo Silva könnte es gut sein, dass diese Taktik nicht funktioniert. Das wird also der nächste Test für Islam Dulatov auf dem absolut höchsten Niveau in Europa und möglicherweise werden wir diesen Kampf bald bei Octagon sehen. Aber das war noch nicht alles von Islam Dulatov, denn der hat vor kurzem angekündigt, dass er bei einem der größten Manager der ganzen weiten MMA-Welt, nämlich Ali Abdelaziz von Dominance MMA unterschrieben hat. Und wer den Mann kennt, der weiß, das ist auch der Manager von Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev und vielen weiteren UFC-Ikonen. Wenn man so jemanden an seiner Seite hat, dann sind natürlich die Segel für eine absolut steile Karriere gesetzt. Bei Ali oder Traxan ist Rival schon ein sehr, sehr großer Schritt und was sehr, sehr positiv ist, definitiv auch großen Einfluss, ne? Aber heißt natürlich nicht, dass man direkt einen UFC-Vertrag unterschrieben hat. So. Aber man ist halt auf dem richtigen Weg. So. Aber jetzt aktuell auf jeden Fall bin ich noch bei Octagon. Wen Islam Dulatov also als nächstes bei Octagon vor die Fäuste bekommt, das erfahrt ihr bald. Übrigens, wenn ihr euch für solche Themen interessiert, alles Wichtige aus dem Octagon MMA Fight Kosmos, solltet ihr auf jeden Fall den Kanal abonnieren und auf die Glocke klicken. Dann sehen wir uns hier einmal die Woche wieder und dann seid ihr immer am Start, was die wichtigsten Infos über eure Lieblingsfighter angeht. I would never drop the ball, I know I make it look easy, yeah.